So, wunderbar. Mach da genau das Gegenteil von dem, was alle machen, und du wirst in diesem Sommer mit dem Sommerloch nichts zu tun haben. Ja, das ist ja immer so ein Phänomen, Network Marketing, dass sobald der Sommer einsetzt, ja, dann zieht es die Leute an den See, es geht in Urlaub, ja, man will das Leben genießen, die Tage werden länger, man will ja einfach auch mal entspannen und ausschalten, was ja grundsätzlich alles okay ist, aber letzten Endes, ja, machst du dann genau das, was alle tun, und dementsprechend hast du nicht den Vorteil, den du haben könntest, weil wenn du clever bist, dann nutzt du genau diese aktuelle Situation zu deinem Vorteil. Bedeutet, schau, du musst dir das vorstellen wie so ein riesengroßer See, und in diesem See, also Network Marketing, stell dir vor, die ganze Branche ist wie so ein See, und in diesem See, da schwimmen super viele Kunden, super viele Vertriebspartner, der ist randvoll, ja. So, und wenn alles normal läuft, also wenn alles, wenn die Zeit normal ist, wenn kein Sommer ist, wenn ja, wenn, wie gesagt, jeder so ganz normal seine Arbeit nachgeht, dann stehen super viele Leute um diesen See rum und buhlen um die Gunst der Fische. Ja, das heißt, du hast super viel Konkurrenz an diesem See, und im Sommer, ja, haben die Leute, die verstehen, dass im Sommer der See leer ist, natürlich ist viel, viel leichter und viel einfacher, immer mehr und mehr Fische aus dem See zu ziehen, weil weniger Leute um diesen See sind. Und das kannst du für dich nutzen, wenn du, ja, wenn du für dich halt eben entscheidest, ich möchte mehr haben. Ja? So, nehmen wir einfach mal, und das ist die einzigste Frage, die du dir beantworten willst. Du Person A oder willst du Person B sein? Person A rekrutiert zum Beispiel im Juli 5 neue Vertriebspartner. Person B macht einen, weil man bereitet sich schon auf den Urlaub vor. So, und jetzt im August hilfst du diesen 5 Leuten, dass sie ebenfalls eine Person rekrutieren. Dann hast du 10 am Ende August. Die Person hier hilft einer Person, ja, hat 2. So, und dann ist ja der August, ja, es ist Urlaub, Sommer, Sonne, Sonnenschein, ja. Und jetzt gehst du her und hilfst diesen 10 Personen, dass sie wiederum jeweils eine Person rekrutieren, dann hast du 20, ja. Und hier, die Person stellt fest, okay, Nummer 2 ist schon nicht mehr aktiv, weil sie machen es ja der Führungskraft nach. So, und hier fallen auch 2 weg, also hast du 18. So, und jetzt im September, ja, werden ja dann die Tage wieder kürzer, der Sommer geht zu Ende so langsam, ja, alles wird so wieder ein bisschen normaler, und der See, um den gefischt wird, ja, wird immer voller und voller. So, und jetzt ist einfach die Frage, welche Person wärst du unterm Strich lieber? Ja, schaut, die Leute denken ja dann im Spätjahr wieder drüber nach, was können wir jetzt eigentlich noch tun? Ja, und wenn dann zum Beispiel auch das Szenario tatsächlich eintreffen sollte, dass wir mit den Gaslieferungen etc. so Probleme kriegen, dann werden die viele, viele Menschen nach einem Nebenverdienst suchen. Das heißt, der See wird total überfüllt sein. Und jetzt ist die Frage, wer wärst du lieber? Die Person, die mit 18 Leuten richtig Gas gibt im Jahresendspurt, oder die Person, die einfach hier mit null startet? So, und das ist die einzigste Frage, die man sich beantworten muss. Und um das Ganze auf den Punkt zu bringen, wenn du alles, wenn du genau das Gleiche machst, was alle machen, ja, dann wirst du eben auf dieser Seite hier sein. Und wenn du aber sagst, nein, ich will es anders, ich will nicht das, was alle haben, dann musst du hier auf dieser Seite jetzt richtig Gas geben. Okay? So, in diesem Sinne, schau das nächste Video. Ich wünsche dir alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.